Gloria in excelsis Deo. Ehre sei Gott in der Höhe. Ein Spruchband. Mit diesem hymnenartigen Lobpreis Gottes hebt ein Engel über unsere Krippe. Der Verfasser dieses Engelsgesangs ist unbekannt, wird aber vielfach dem heiligen Hilarius im 4. Jahrhundert Bischof von Poitiers in Frankreich zugeschrieben. Die Weihnachtskrippe vermittelt uns die Weihnachtsgeschichte, so wie wir sie vom Lukas-Evangelium her kennen. Unsere Rudolfsheimer Weihnachtskrippe aus dem Jahre 1903 geht auf eine Stiftung zurück und wurde von Johann Grimberger, einem Elfenbeinschnitzer und Bruder des damaligen Mesners im Nazarenerstil, ausgeführt. Sie stellt das Innere des Stalls zu Bethlehem dar und füllt den ganzen Baldachin-Altar, der dem heiligen Severin geweiht ist, aus. Die geschnitzten Holzfiguren stammen aus St. Ulrich bei Gröden in Südtirol. In den Jahren 2003-2004 wurde unsere Weihnachtskrippe renoviert. Das ursprünglich halbe Schaf, das verschämt direkt aus der Stallmauer ragte, bekam einen Hinterleib und es gesellte sich ein liegendes Lamm dazu. Die kleinen, im Laufe der Jahre entstandenen Beschädigungen an den Krippenfiguren brachte ein Grödner Krippenschnitzer wieder in Ordnung. Ein Kunstmaler restaurierte den Sternenhimmel und das Engelsbild und gab ihm so die ursprünglichen Farben wieder. Bereits im Frühchristentum zeigten Darstellungen das Jesuskind in der Futterkrippe liegend, mit Ochs und Esel. Die Figur der Gottesmutter Maria kam erst im Mittelalter dazu, die des heiligen Josef sogar noch viel später. Wir lesen in den Geschichtsbüchern, dass Franz von Assisi schon im Jahr 1223 in Greccio, einem kleinen Ort nördlich von Rom, das Weihnachtsgeschehen mit Menschen und Tieren nachstellte. So entstand die erste Darstellung einer Krippe, wie wir sie heute kennen. Als dann Maria Theresia im 18. Jahrhundert das Aufstellen von Weihnachtskrippen in öffentlichen Gebäuden und Kirchen verbot, hielten diese Einzug in den privaten Bereich des Volkes. Ochs und Esel waren sicher schon da, bevor Maria und Josef in den Stall kamen. Sie sorgten für Wärme im Stall und waren die ersten Zeugen der Menschwerdung Gottes. Im Alten Testament steht unter Jesaja 1,3: Der Ochse kennt seinen Besitzer und der Esel die Krippe seines Herrn. Israel aber hat keine Erkenntnis, mein Volk hat keine Einsicht. Es ist der Hinweis, die Tiere wissen, wohin sie gehören, nehmt sie euch zum Vorbild. Ochs und Esel stehen aber auch für den Bezug zur Erde, zum Alltag des Lebens. Auch ihnen und damit der Schöpfung gilt die Weihnachtsbotschaft. Gott wird Mensch und Gott kommt in unseren Alltag. So wird die Schöpfung erneut geheiligt durch die Menschwerdung Gottes. Und Ochs und Esel schenken dem Gotteskind ihre Wärme und ein Willkommen in der Welt. Ganz eng mit dem Weihnachtsevangelium verbunden sind die Hirten. Die Engel bringen ihnen die Botschaft von der Geburt des Heilands. Wie die Zöllner, so wurden auch die Hirten von den herrschenden Greisen gering geschätzt und sozial ausgegrenzt. Doch die Engel erschienen den Verachteten und so dürften sie ihm als Erste huldigen. Nur im Weihnachtsevangelium wird von den Hirten berichtet. In weiterer Folge hören wir nichts mehr von ihnen. In der Musik jedoch haben sie ihren festen Platz gefunden und sind unverzichtbar geworden. So im Weihnachtsoratorium von Sebastian Bach bei Georg Philipp Telemann in Die Hirten an der Krippe zu Bethlehem und weiteren Kantaten. Die heiligen drei Könige oder die Weisen aus dem Morgenland werden im Matthäus-Evangelium als Sterndeuter, die durch den Stern von Bethlehem zu Jesus geführt wurden, erwähnt. Die Magier aus dem Osten freuten sich sehr, das Kind, den neugeborenen König der Juden, gefunden zu haben. Sie brachten ihm Geschenke, wie uns Matthäus in seinem Evangelium berichtet, und im Buch Jesaja
60,6 steht: Alle kommen von Saba, bringen Weihrauch und Gold und verkünden die ruhmreichen Taten des Herrn. Während des Weihnachtsfestkreises vom Heiligen Abend, 24. Dezember, bis zum Fest der Taufe des Herrn, erster Sonntag nach dem Dreikönigsfest, finden Sie unsere Weihnachtskrippe im linken Seitenaltar nächst der Kanzel.